Shalom an die Auserwählten Israels. Hier ist Bachayam. Alles klar, zurück mit einer Lektion. Okay. Und wir wollen heute neben dem, was allem abgeht, kurz noch uns was anschauen. Ich versuche es nicht zu lang zu ziehen, was meistens leider passiert, aber ich probiere es. Und zwar, was wird geschehen, wenn die Israeliten wieder erfolgreich und gerechtermaßen im Königreich zur Regentschaft kommen, nämlich tatsächlich über allen Heiden, wie es in hier in 5. Buch Mose, Deuteronomium drin steht. Schau, über den above all nations steht drin, sozusagen über den über allen Nationen. Tora ist die wichtigste, also der Tora für Leute, die schon länger in der Truth sind, in der Wahrheit sind, die können sowas besser verstehen, wenn ich das sage. Aber tatsächlich ist in der, echt schwer hier teilweise, in der Tora steckt tatsächlich schon die Offenbarung drin. Ne? Macht hier keine Einschnitte. Das heißt, so viel, wir nehmen den RFID-Chip, Microchip nicht. Okay, also es ist ziemlich. Wie gesagt, du musst schon länger in der Wahrheit sein oder darfst halt nicht neu sein, sonst wirst du wahrscheinlich nicht so direkt verstehen, was ich sage damit oder sagen will damit. Ich sage einfach, dass die Tora das Wichtigste überhaupt ist, weil sie auch im Königreich Gottes wieder eingeführt wird, durch eben die 144.000 Königin, welche halt die Israeliten sind, die in dieser Lebenszeit ihr Leben aufgeopfert haben. Das sind die 144.000. Darunter dann, weil bei der Mann über der Frau steht, die Frauen und dann die Kinder, die wir haben werden. Genau. Aber schauen wir mal kurz über allen Nationen. Ich glaube, das ist Satan, weil ich habe davor keine Benachrichtigung gehabt, jetzt auf einmal kommen sie die Benachrichtigungen von irgendwoher. Okay, egal, ich mach's jetzt mal so. Dein Herr hat dich erwählt aus allen Nationen. Die Benachrichtigungen hätten auch davor kommen können. Aber mein Handy hat es zurückgehalten, bis ich das Video mache. Also die Brüder haben das natürlich jetzt nicht so zu der Zeit genau und so. Das ist jetzt nicht selten. Aber wo steht das jetzt hier, Mann? Das geht mir jetzt auf den. Dich hat der Herr erwählt. Hier, 5. Buch Mose 14. Das könnte es sein, ja. Ihr seid die Kinder des Herrn, eures Gottes, darum sollt ihr euch keine Einschnitte machen. Also hier haben wir schon den Vers aus der Offenbarung mit dem RFID-Chip, Malzeichen des Tieres 666, Esau, Edom und so weiter. Halt mit seinem Malzeichen des Tieres. Oder das Malzeichen von dem Bild des Tieres, was halt das neue römische Reich ist, sozusagen auferstanden. Oder nicht auferstanden, sondern tödliche Wunde und geheilt und so. Und letzte Regentschaft von Esau, Edom. Genau, quasi unsere letzte Gefangenschaft. Achtung, und hier steht es nämlich, Vers 2, denn ein heiliges Volk bist du für Jahawa, dein Allerheim. Und dich hat Jahawa erwählt, dass du ihm ein Volk des Eigentums seist unter allen Völkern, die auf Erden sind. Und dann halt noch über alle Nationen, above all nations. Manchmal hilft es einfach, aus der sowieso besten Bibel, das hier zu schauen. Okay.
Weil die ist halt von dem Israelit geschrieben, die Bibel. Deuteronomy, also Deuteronomium 7,6. Für du bist eine heilige Nation, für Yahweh deine Power. Yahweh, deine Power, also deine Kraft hat dich erwählt, damit du eine spezielle Art von Mensch seist, für ihn selbst, okay? Das haben wir davor eben schon gelesen. Über, aber auch heißt über, okay? Allen Menschen, die auf dem Angesicht der Erde leben. Und der Bauch heißt, wie gesagt, über. Kann man auch im Hebräischen nachschauen. Ist halt einfach so. Okay. Und den Punkt, den ich ziehen will in diesem Video, ist im Endeffekt der hier. Weil wir haben jetzt den dritten Weltkrieg und wir sind schon drin. Genauso wie das Malzeichen des Tieres schon hier ist. Das heißt, es wird sich alles extrem schnell zuspitzen und extrem schnell alles verfahren. Das heißt, von einem Tag auf den anderen ist so ein richtig, richtig sich selbst, für sich selbst haltender normaler Mensch, okay? Weil, was ist schon normal so? Aber sagen wir mal, so ein richtig komplett Atheist, kein Plan von nichts, sozusagen. Damit meine ich jetzt nicht, dass er nicht vielleicht einen guten Job hat oder sowas. Wird auf einmal aufstehen oder wird von heute auf morgen was erleben, wo er sagt, okay, jetzt sind wir schon so tief im Dritten Weltkrieg drin und sowas und die Propheten haben alle recht gehabt und ich bin im Endeffekt komplett irgendwie fehlgefahren so. Und so genauso wird es kommen, also es kommt wie ein Dieb in der Nacht, steht in der Bibel. Weil Jehovah-Schei wird wie ein Dieb in der Nacht kommen. Jehovah-Schei ist sogenannter Jesus Christus. Also wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb in der Nacht kommt, wenn du es nicht erwartest. So wird der Tag des Herrn sein. Genauso wie bei Noah damals. Ich zitiere, okay, es steht so in der Bibel. Die dachten, es kann nicht regnen. Und dann auf einmal kommt so viel Wasser aus dem Himmel, dass auf einmal alles komplett weg war, okay? Inklusive den Menschen, außer Noah und, Noah und seine Familie. Und die Tiere, die er auf der auf die Arche mitgenommen hat. Okay, fragt sich vielleicht der ein oder andere, wie kann er so viele Tiere auf die Arche mitnehmen, die haben doch alle gar keinen Platz und sowas. Und wie sollen die essen und sowas? Wenn man sich ein bisschen informiert, dann kann man sich vorstellen, dass es wahrscheinlich jüngere Tiere waren und dementsprechend nicht ausgewachsen waren in den meisten Fällen. Dementsprechend bestens Platz hatten und. Okay, außerdem waren sowieso nur ein Paar jeweils von dem Tier, weil ein Paar reicht aus, eine Linie weiterzuführen. Deswegen hast du auch Noah gehabt und seine Frau, die eine Linie weitergeführt haben. Brauchst keine vier Menschen dafür, brauchst nur Frau und Mann. Das heißt, Jungtiere lässt raus, machst neue Tiere, fertig, Linie ist erhalten. Alles klar, der Geist, der Spirit von Yahweh Bashem Yahweh Shai hat sie gesammelt, der hat sie nicht gerufen und hat die gejagt oder sowas, die Tiere, sondern die sind durch den Geist ganz selber dahin gegangen, exakt zu dem Zeitpunkt, wo er fertig war. Punkt. Aber lass schauen, und so ein Jungtier frisst doch nicht so viel, ist easy, okay, kannst du heute wahrscheinlich genauso machen, aber du musst halt die ganzen Tiere da drauf kriegen erstmal und sowas, was wahrscheinlich auch nicht schwer ist. Also Krieg, nicht mehr Krieg führen, nicht mehr Krieg führen. Weil der Endeffekt, der Grund, weswegen wir überhaupt hier Krieg haben, ist wegen dem Fall von Eva, der Frau Adams, die, weil durch sie sterben wir auch alle, also weil sie verführt wurde von Satan, die Negro Woman, okay, also die Negerfrau, sogenannte schwarze Frau, weil Adam war auch sogenannt schwarz, sie hat sich verführen lassen von Satan, der übrigens keine tatsächliche Schlange war, okay. Und wenn du ins Hebräische gehst, dann wirst du auch das Wort dafür sehen. Und im Endeffekt, durch sie sterben wir alle laut der Bibel. Lass uns das mal. Das brauchen wir nicht suchen, nicht mehr Krieg führen. Ähm,
Ich habe echt Probleme, die Verse zu finden. Vielleicht bereite ich die das nächste Mal vor. Muss ich mal schauen. Aber ich finde es sowieso. Schau, Jesaja 2,4, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Jesaja 2,4. Wieso? Deswegen. Alle Tränen von ihren Augen. Es werden so viele Tränen kommen auf dieser Erde, allein durch den Dritten Weltkrieg. Okay, das will man sich jetzt nicht vorstellen, weil es zu hart ist. Alles klar. Aber es wird trotzdem kommen. Wieso? Weil die Welt wicked ist, weil die Welt boshaft ist. Weil hier alles Boshafte quasi gehypt wird. Wenn jemand für Gerechtigkeit steht, wenn jemand für die Tora steht, wenn jemand dafür steht, dass Unterdrückung der echten Juden und sowas und so weiter nicht gefördert wird, dann wird man stattdessen zum Ziel sozusagen und wird als Hasser oder sowas oder sogar als Stolz oder sowas abgestempelt. Was ich gar nicht nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, also im Endeffekt, also mit der Masse schwimmt sozusagen, dann scheint man irgendwie als blöd dazustehen. Aber die Leute, die es trotzdem machen, die wissen es schon und deswegen machen sie trotzdem weiter. Also schau, das ist Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Dann gibt es noch einen Bibelvers. Tod, wo ist dein Stachel? Alles klar. Und nur die 144.000 Auserwählten werden überleben, im Endeffekt. Wir sind scattered auf der ganzen Erde, also zerstreut auf der ganzen Erde. Das heißt, wir können auch aussehen durch die Zeit, durch Verkehren mit deren Frauen und sowas wie diese Nation im Endeffekt. Aber die werden sowieso aufwachen und die werden sich kein bisschen darum kümmern, was die Leute von ihnen halten, weil diese Leute sowieso komplett zerstört werden in ihrem Unglauben und ungefähr so wichtig sind, gemäß der Bibel, okay, wie ein Stein, der da liegt, einfach komplett unwichtig, okay, aber wie gesagt, die Auserwählten, die sind, die werden vorbereitet für ewiges Leben, okay, ohne Krieg, was wir hier lesen, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Geschrei, ohne darüber nachdenken, was Esau als nächstes vorhat, um die Neger, Latinos und amerikanischen Ureinwohner zu zerstören, systematisch zu killen, okay, oder zu vergiften, Massen zu morden, wie es allerdings schon geschehen ist, aber ist natürlich jetzt auch gerade am Geschehen. Naja, also im Endeffekt interessiert es uns halt gar nicht, was ihr so denkt von uns. Weil ihr halt sowieso komplett eigentlich hier nur da seid, alles klar, um halt einfach nur den Israeliten zu dienen. Und das wirst du im Königreich für 1000 Jahre beobachten können, wie die anderen Nationen wieder unter uns stehen werden. Sklaverei wird natürlich sowieso kommen, daran lässt sich auch nichts ändern. Das heißt, wenn ich für jemanden ein Feind bin, okay, weil ich das so predige, ist mir das auch egal, weil es die Wahrheit ist. Und wenn es die Wahrheit ist, kannst du sowieso nichts dran ändern. Ich kann auch nichts dran ändern. Ganz im Gegenteil, wenn du es sogar noch hörst laut der Bibel und im Endeffekt da irgendwie Zugang hast zu diesem Wort, dann wird es dich wahrscheinlich nicht so überraschen. Wie auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls sagt die Bibel, dass du dann gesegnet bist. Also im Endeffekt kann man froh sein. Aber wie gesagt, so ist es erstmal nicht. So wird es auch nicht sein, bis das Königreich da ist. Dann werden sie schon sehen. Bis dahin ist es uns halt komplett egal, was ihr denkt. Aber lass mal weiterlesen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Was ist das Erste? Die Bibel sagt, das Ende ist besser als der Anfang von etwas. Beziehungsweise, ich glaube, das steht im Prediger oder König Salomon irgendwas. Zitat gemäß. Okay. Irgendwo da aus dem Buch. Und es heißt jetzt so viel wie das Ende ist jetzt, schau. Esau ist das Ende der Welt. Okay.
wenn es mir die deutsche Bibel überhaupt zeigt. Wahrscheinlich nicht. For Esau is the end of the world. Wieso King James war ein Engländer, okay, ein englischer Israelit. Damals in den sogenannten Dark Ages haben Israeliten regiert. Gibt es auch die Mohren und sowas, und es waren auch Israeliten, auch wenn manche von denen im Islam waren und so. Aber, also deswegen ist es auf Englisch, meine ich. Deswegen Echos 6,9, okay. Apokryphen wurden sogar von Donald Trump höchstpersönlich vorgelesen. Dann die Cambridge University, eine ziemlich reiche Theologieschule, die benutzt auch die Apokryphen. Aber dann hast du Leute, die tatsächlich glauben, wenn jemand sagt, die Apokryphen seien nicht biblisch oder sowas. Dann hast du sogar noch Filme, die dir auch sagen, dass alle wussten, dass die 10 Stämme in Amerika sind, übers Wasser gefahren sind. Sogar in Filmen wird sie gezeigt. Wie viele Beweise brauchst du noch? Okay. Oder allein die Tatsache, dass es in der 1611 King James Version von Israelit geschrieben einfach drin sind, die Apokryphen, weil sie einfach da reingehören. Genauso wie alle anderen Bücher da reingehören. Es ist einfach Part der Bibel. Sagen 1.6.9. For Esau is the end of the world and Jacob is the beginning of it that follow. Alright. Wenn wir jetzt mal the King Jam.s. Aber diese Leute sind ignorant, müssen zerstört werden und haben Pech gehabt, wenn sie nicht mehr dazu aufwachen, weil sie sowieso verblendet sind von Yahweh selbst, weil er benutzt seine Stärke, um sie zu verblenden, dass sie sich noch mehr in Zerstörung reinreiten, weil sie sowieso keine Liebe zur Wahrheit gehabt haben. Weil sie einfach gehen müssen, okay? Weil es einfach schon zu spät ist für einen Nonsens wie den. Lass schauen. Esau, End of the World. Das heißt, du hast Esau als Ende der Welt. Was heißt es? Das Ende ist besser als der Anfang. Als Esau sein Königreich angefangen hat, hat so alles Sinnlose langsam Sinn ergeben. Homosexualität, Sex mit Tieren. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist alles, aber es ist halt momentan normal. Und das muss halt echt, und das wird halt bald aufhören. Wie gesagt, das Ende ist besser als der Beginning von etwas. Und du wirst mir nicht glauben, als die Evolutionstheorie eingeführt ist, was noch nicht mal eine Theorie ist, wenn man wissenschaftlich daran geht, und die meisten wissen noch nicht mal, was Evolution ist, weil es aufgeteilt werden kann in 5 verschiedene Sachen. Eins davon ist wissenschaftlich und das sagt die Bibel, dass es eben so ist, und das haben sie auch aus der Bibel. Mikroevolution, okay? Makroevolution ist nicht mehr wissenschaftlich und alles andere, was da noch so behauptet wird. Seitdem dies an Schulen eingeführt wurde, davor wurde nämlich in den meisten Schulen die Bibel gelehrt, muss man ein bisschen Internet gucken, muss man ein bisschen Informationsagent und so ein bisschen schauen, dann sieht man das, okay, sind Kriminalitätsraten massenweise gestiegen. Was heißt es? Seitdem Esau in Regentschaft ist, Satan ihn benutzt, um Evolutionstheorie und sowas zu pushen, okay, geht's dir als Mensch einfach schlechter, okay, deiner Familie geht's schlechter, deinen Kindern geht's schlechter und ultimativ wirst du natürlich dann im Endeffekt daran sterben können. Also wie gesagt, komplett egal, was die Menschen so glauben, sie müssen einfach zerstört werden im Unglauben, weil sie tatsächlich hoffen oder denken, dass alles so in Ordnung ist, wie es ist momentan. Okay. Ich meine, muss man wirklich in Höhlen leben, um so zu denken, sorry. Aber es ist ja auch Tatsache, dass die meisten Menschen in Höhlen leben. Okay, weil Esau sein Königreich, wenn ich ehrlich bin, ist halt einfach ein Höhlenmensch-Königreich. Das heißt, du wirst automatisch so denken, wenn Yahweh dich nicht dazu bringt, die Bibel richtig zu verstehen, wenn du Israelit bist, und eben die Wahrheit richtig einzuordnen und zu befolgen. Ganz einfach. Okay, die Heiden können nichts dafür, dass sie im Endeffekt manchmal so denken, okay? Aber es ist nicht so, als wäre die Information nicht draußen. Also von dem her ist jeder im Endeffekt ohne Ausrede am Ende. Aber bis zu einem gewissen Punkt kann man schon erwarten, dass man dann so ein bisschen aus diesem Höhlenmenschdenken rauskommt. Ist mal so zu sagen. Weil alle Heiden sind schuldig. Okay, auch wir Israeliten sind schuldig. Also keine Widerrede, okay? To her we all die. Durch sie sterben wir alle.
Und durch Adam müssen wir arbeiten und so, um unser Brot zu verdienen. Und predigen. Unsere Leute aufwachen, weil wir selber die Gebote nicht gehalten haben. Die Heiden müssen im Endeffekt heimgesucht werden von Yahweh, dass sie uns das angetan haben in der Vergangenheit. Okay. Zwar, weil wir die Gebote selber nicht gehalten haben, aber weil sie Spaß daran gehabt haben und immer noch dran haben. Jetzt wären wir nicht in der Situation, die wir momentan haben. Und so weiter und so fort. Also niemand ist unschuldig oder sowas. Deswegen einfach, okay. Schau, for Esau is the end of the world and Jacob is the beginning of it that followed. Und was lesen wir sonst noch so in der Bibel? Ist mir letztens nur so eingefallen. Ey, das stimmt doch was. Irgendwie da so zusammen irgendwie, okay? Schau, the end of a thing. Is better than the beginning. Ecclesiastes 7,8. Better is the end of a thing. Besser ist das Ende von etwas. Als der Anfang von etwas. Und die Geduld im Geist ist besser als der Stolz im Geist, okay? Trifft auf alle Menschen zu. Okay, der Mensch an sich ist erstmal mit einem Geist. Bewiesenermaßen. Und was ist der geduldige Geist? Ist der, den die Elect, die Auserwählten momentan haben. Okay, wir sollten nicht stolz sein und so. Alles klar. Und Esau ist natürlich ultimativ der Stolze und die Heiden. Vor allem, weil sie denken, sie können was gegen Israel ausrichten. Wie stolz muss man sein? Okay, ist so, als würdest du sagen, du würdest dich mit deinem Schöpfer anlegen, der dich ultimativ als Wurm anerkennt. Okay, als Wurm im Endeffekt sieht. Auch wenn er dich geschaffen hat, wie eine Schale, die man zerbrechen kann. Okay? Und so weiter und so fort. Sagt er zum Beispiel zu Jakob, fürchte dich nicht, Jakob, du Würmchen. Oder du Häuflein Israel und so, okay? Also, wir sind nichts, okay? Aber wie gesagt, deswegen steht es auch hier. Und das ist König Salomon. Okay? Und, ist halt einfach so, okay? Das Ende von diesem Königreich wird besser sein als der Anfang. Kann nur so sein. Weil der Anfang war nicht gut. Okay. Weil das ist eh so sein Königreich seit 400 Jahren sowas circa. Wir sind immer noch in systematischer Sklaverei. Aber ihn wird es natürlich zurücktreffen. Und die Geduld im Geist ist besser als der Stolz im Geist. Okay. Das heißt, wenn Esau schlau wäre, würde er sozusagen aufgeben. Schlau im Sinne von spirituelle Kräfte. Alles klar? Nicht emotionale Intelligenz oder sowas, sowas meine ich gar nicht, auch wenn Esau selber damit rauskommt, dass sowas gibt. Ich meine eher sowas wie spirituelle Kraft oder Geduld, weil Geduld ist auch spirituelle Kraft, aufgeben ist eine spirituelle Kraft, wenn man es so sieht und so weiter und so fort. Und jetzt kommt das Bessere, okay? Unser Königreich wird ohne Ende sein, also es wird kein Ende geben von dem Königreich der sogenannten Neger, Latinos und amerikanischen Ureinwohner. Alles klar? Das heißt, du kannst diesen Vers gar nicht darauf beziehen, aber du kannst sagen, nach dem Millennium, nach dem Königreich Gottes, okay, nach dem tausendjährigen Königreich, ist dann die Ewigkeit sozusagen. Das heißt, du kannst es nicht darauf beziehen, aber du kannst sagen, okay, nach 1000 Jahren Königreich, Ewigkeit ist auch was Schönes. Aber wir arbeiten eigentlich dafür, in die erste Auferstehung zu kommen, also das Königreich Gottes 1000 Jahre. Millennium heißt so viel wie, wenn du schaust, 1000-jährige Periode oder 1000-jähriger Zeitabschnitt. Ja, oder Jahrtausend halt einfach, okay? Sprich, glückselig, erste Auferstehung. Offenbarung 20, 15.
20,5. 20,5. Die übrigen der Toten wurden nicht wieder lebendig, bis 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Schau. Die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren, 1000 Jahre Königreich. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, die sogenannten Nigger, Latinos und amerikanischen Ureinwohner. Ultimativ die auserwählten 144.000, weil diese werden sozusagen Vollmacht haben über die Heiden, werden Sklaven haben, sie werden alle Frauen haben, sie werden Witches haben, die es so noch nicht gibt. Gesammelt, noch nicht mal. Und so weiter. Und die zwei Drittel Israels, die abgekartet werden, die werden als unsere Kinder zurückkommen. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und in den Regeln 1000 Jahre. Also sprich, der zweite Tod keine Macht, also im Endeffekt werden sie nicht mehr sterben. Also überhaupt gar nicht mehr sterben. Und von denen hier sind sogar hier welche auf der Erde, die einfach komplett, sagen wir mal, ab jetzt quasi nie mehr wieder sterben, okay? Das heißt, die sterben hier nicht, die sterben im Königreich, also die sterben nach 1000 Jahren Königreich nicht. Und dann ist sowieso die Ewigkeit, dann werden sie auch nicht sterben, okay? In der Ewigkeit ist Esau Edom übrigens weg. Steht in der Bibel, okay, wird nicht mehr an ihn gedacht und sowas. Na und die Heiden werden halt, wie gesagt, vor allem im Königreich, wenn sie nicht hier schon, oder wenn sie nicht einfach die 1000 Jahre weg sind oder sowas, werden halt komplett unter Sklaverei sein. Lass mal weiterlesen. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Also dann wird sozusagen Satan und Esau nochmal losgelassen sozusagen. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker, wie es hier auch schon ist, die werden ultimativ alle anderen Heiden dazu bringen, dass sie gegen Jahwashai und seine Engel, die übrigens Spaß haben dabei, euch darin zu täuschen, dass sie gegen sie anzieht und dass ich denke, ihr habt eine Chance, sogenannten UFOs. Er wird sie dazu verführen, sozusagen, dass sie tatsächlich so spirituell nicht intelligent sind, dass sie da tatsächlich mitmachen. Und so wird es auch da eben sein, lesen wir ja gerade. Schau mal, Space Force und sowas, Trump und so. Okay? Wieso sollten sie sowas machen? Ist doch klar, wieso. Weil die Bibel wahr ist und das wissen sie und sie sehen auch schon die ganzen UFOs und so rumschwören. Und sie wissen, dass die eigentlich schon Zeit festgemacht haben, aber sie wissen die Zeit nicht. Aber sie wissen, dass sie wenig Zeit haben, deswegen kommen sie mit großer Wut auf die Bewohner der Erde zu. Okay? Genauso auf die Auserwählten wie auf die Normalen. Also im Endeffekt. Die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Okay. Die wurde schon... Egal, okay. Es wurde einfach spirituell schon alles so weit gebracht, dass du quasi schon gesehen hast, was Jahwah kann. Weil er... Okay, er ist sozusagen... Es ist so, als würdest du... ich sag einfach nichts dazu. Und sie denken halt so ungefähr, sie haben eine Chance, aber das ist halt Jahwah selbst noch, der sie halt dazu bringt, wie gesagt. Niemand besteht, niemand hat, wie steht's in der Bibel, sorry. Am besten einfach immer aus der Bibel zitieren, aber mir fällt's gerade nicht ein. Ja, vor ihm ist kein Rat und sowas, also er braucht keinen Rat und sowas, er braucht gar nichts, okay. Aber was er liebt, sind eben seine Auserwählten. Wenn sie zu ihm beten und so weiter. Weil sie hat er halt erwählt, wie gesagt. Vor allem die 144.000. Und sie zogen auch auf die Fläche des Landes, bla bla bla. Jetzt kommt's und es fiel Feuer von Allahim aus dem Schamayim herab und verzehrte sie. So easy geht es, okay? Und so easy wird's auch sein und so easy wird's auch in dieser Lebenszeit sein. Und der Teufel, der sie verwirrt hat, wurde in Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht so cool. Feuer und Schwefelsee und sowas, okay.
Also das ist so kurz und knapp Offenbarung 20, 5 bis 10. Und ich denke, damit haben wir den Teil eigentlich gut getroffen. Ich meine, wir haben angesprochen, was so sein wird im Königreich. Schau, das Meer wird nicht mehr sein und sowas. Also ganz interessante Sachen. Und es wird halt viel, viel mehr moderner sein als dieses Wicked Höhlenmenschen Königreich, okay? Das wirst du dann schon sehen. Aber ganz interessante Sachen auf jeden Fall. Okay, UFOs werden natürlich rumfliegen, so wie ich denke, ist ja klar. Weil die Elect, die Auserwählten, müssen ja mit irgendwas sozusagen, auch wenn sie fliegen können, aber sie werden es halt benutzen. Weil wenn du so ein Ding anschaust, sieht zwar klein aus, aber da drin kann man halt durch nicht-physische Gesetze, okay, mehr Platz machen, als eben eigentlich da ist, okay? Ein Palast in einem UFO oder sowas, okay? Das geht alles wahrscheinlich. Easy. Okay, bei Jawa ist nichts unmöglich, steht in der Bibel. Sowieso nicht. Okay, also was. Okay, was denken die Leute heute, was sie sind? Okay, wenn sie tatsächlich denken, okay, es wird anders kommen oder es wird anders machbar sein, als wie durch Jehovah, Baal Shem, Yahweh Shai und seine Hoheit, so ungefähr, okay? Jetzt wollte ich irgendwas nachschauen, erstmal nachdenken. Ja, genau, übers Königreich. Ich wette mal, du kennst die Stelle mit, das Königreich kommt runter wie eine geschmückte Braut für ihren Bräutigam. Das ist das Königreich mit den 12 Aposteln und so und den Toren und sowas, mit den 12 Stämmen Israels und sowas. Das kennst du bestimmt. Auch aus der Vision. Dann hast du den Baum des Lebens. Genau, lass das mal lesen. Baum des Lebens, der in der heiligen Stadt steht. Sprüche? Nein. Hier, das ist gut nebenan. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Hingehaltene Hoffnung von den zwei Dritteln Israels, die denken, dieses Königreich wird weiter bestehen. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Der erfüllte Wunsch der ein Drittel Israels, deren Wünsche oder deren Herzenswünsche sogar erfüllt werden gemäß der Bibel. Weil sie eben wissen, woher alles kommt, nämlich von der Güte Yahweh Baal Shem Yahweh Scheiß. Bibelserver klappt normalerweise ganz gut. Hoffe ich in dem Fall. Und dann einfach scrollen bis Offenbarung. Dann sollten wir es auch haben mit dem Baum des Lebens. Wenn es schon Google nicht findet. Manchmal ist es einfach besser, im Spirit die Scriptures zu holen, weil sonst, weiß nicht. Ist nicht so. Beides gleich eigentlich. In dem Sinne. Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Also so Israeliten und so, die sagen, die Gebote sind nicht zu halten und sowas. Oder hier so kleine Gebote auflösen oder auf Mexikaner herabschauen, weil sie nicht so viel Melanin haben. Aber sie sind trotzdem Israeliten, genauso wie du. Oder irgendwie kleine Sachen lehren, wo sie halt einfach weggegangen sind oder dem Lamm nicht mehr gefolgt sind, weil das Lamm startet mit den Aposteln und Ältesten von Great Millstone, wo sie einfach zu sehr distanziert da irgendwas lehren, was nicht stimmt. Sprich, sie tun was rein in die Scriptures, was nicht drin ist. Was heißt, es gibt nur ein Evangelium gemäß der Bibel, alles andere, selbst wenn es ein Engel vom Himmel dir predigt. Dieser, der es dir erzählt hat, ist verflucht. Das heißt, es könnte theoretisch sogar ein Engel kommen, wie es auch mit Esau Edom ist. Sie sagen ja viel so ein Engel oder ich habe Jesus Christus gesehen und sowas. Das ist alles Satan oder Dämonen, die sich als Engel ausgeben und die dann irgendeinen Schmarrn verzählen, weil Gott es so will, dass ihr verführt werdet. Also schau, Jahwe ist unter Kontrolle, unter allem, was du siehst, hörst, riechst, was auch immer. Okay, und wir werden im Königreich.
wirst du mehr sehen, riechen und sowas, was du überhaupt in diesem Leben kannst. Also ganz andere so. Ich glaube, es gibt da, ich habe da mal ein Video hochgeladen von so einer, die kann irgendwie Farben riechen. Nee, nicht Farben riechen, die kann. Ich weiß es nicht mehr, schon ein bisschen lange her. Pass auf. Ah, die kann irgendwas, was nur sie kann. Vielleicht noch ein paar mehr, keine Ahnung. Oh, und du denkst du, wie geht das? Okay, wie kannst du Farben riechen? Wie kannst du. Ich glaube, Farben riechen, aber ich bin mir nicht sicher. Also, so ganz seltsame Sachen, die halt physisch nicht wirklich scheinbar möglich sind. Okay, aber dann hast du noch Yawa, der sogar über das hinausgeht, von dem, was sowieso möglich ist. Auch wenn du denkst, es ist physisch nicht möglich, ist es physisch möglich. Aber dann hast du Yawa, der darüber hinaus noch geht und das Physische tatsächlich außer das Gesetz setzt, woran es gebunden ist. Verstehst du? Okay, deswegen hast du irgendwelche Wissenschaftler, die Atome beobachten und auf einmal nimmst du das Atom auf in derselben Bewegung oder im selben Verfahren und auf einmal bewegt sich das Atom anders, als wüsste es, als dass es gefilmt wird. Okay? Also wirklich, die zwei Drittel Israels sind sowas von blind, okay, dass sie einfach nur noch armselig sind. Sorry. Wacht auf, okay? Ist schon bald zu spät. Okay? Was ihr verpasst, ihr wisst es nicht. Ihr wisst nicht, was ihr verpasst. Das ist das Schlimme. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Gemeinden sind Israeliten in verschiedenen Ländern zum Beispiel. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Selig sind die, ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden. Die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert und bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Diese wird wiederhergestellt sozusagen. Du wirst Kinder haben, die mit Löwen spielen. Du wirst giftige Schlangen haben. Also du wirst also unsere Kinder haben, Israeliten Kinder haben, die mit giftigen Schlangen spielen, die mit, keine Ahnung, Dinosauriern spielen. Du wirst... okay. Du wirst, keine Ahnung, Parfum. Okay, deiner Frau geben können, was den Duft hat, als würdest du dahin schmelzen, okay, was du noch nicht mal hier. Und lauter so Sachen, es ist echt krass, okay. Ja, wie gesagt, es hängt alles mit dem Baum des Lebens zusammen, okay, und ihr Israeliten, ihr verpasst was. Lass mal gucken. Goldene Stadt am besten, okay. Schau, goldene Stadt. Ich will das hier nicht zu lang ziehen. Aber ich will dir noch das Königreich zeigen. Okay, du nimmst so das beste Parfüm auf dieser Erde so momentan. So das teuerste und beste. Und ich rede nicht von so wicked Sachen wie eine Frau, die ihr Vagina-Geruch verkauft. Das gibt's nämlich. Sondern ich rede von wirklich gut duftenden Düften. Okay. Es wird wahrscheinlich wie ein Purz riechen gegen das, was du dort alltäglich auf deinen Frauen, okay, drauf hast. Okay, alltäglich, okay. Dagegen wird es wahrscheinlich echt so richtig ätzend riechen. Also goldene. Okay, ist jetzt schwer ein bisschen. Lass mal einfach so probieren. Bibelverse über oder Höhlenmensch-Parfüm, okay, so wird es wahrscheinlich riechen. Okay, so abgestorbenes Fleisch oder sowas. Bibelverse über das Königreich.
Du hast noch den Fluss, der aus der heiligen Stadt fließt und sowas. Ja, das können wir schön runtergehen hier, okay? Erstmal mit Lukas 12, 32 für die Elekt hier, für die Auserwählten, die zuhören, okay? Fürchte dich nicht, du kleine Herde, oder du Würmchen, Jakob, okay? Denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben, okay? Es ist Wohlgefallen, dir das zu geben, okay? Sagt es nicht, okay, hier. Natürlich musst du geprüft werden hier so auf der Erde, aber sagt es nicht, okay, hier, ich will jetzt hier so alles in dich reindrücken, so damit du richtig krass so an deine Sp Natürlich kommst du an deine Spitze, aber dass du so richtig krass so denkst, so, keine Ahnung, ich bin verloren oder sowas, das will er nicht. Okay, sondern er will dir eigentlich das mit Wohlgefallen geben. Okay, wie gesagt, manche werden sterben. Wie viele es sind, mehr als die Hälfte, weniger als die Hälfte, wissen wir nicht. Drei Viertel. Okay, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass es sein Wohlgefallen ist, uns das zu geben. Okay, das heißt, wenn du schon Israelit bist und dann auch noch die Wahrheit hast, okay, dann mach dir echt keine. Dann brauchst du erstens nicht fürchten. Du bist im Endeffekt, solltest du zumindest mit deinem Mind schon, mit deinem Gewissen, mit deinem Gewissen auch, weil es sagt, dass ein Mann mit gutem Gewissen gesegnet ist. Sondern dass du mit deinem Kopf einfach schon daran denkst, wie es sein wird im Kingdom, dass du halt nicht in diesem Kingdom lebst, sozusagen, dass du nicht denkst, okay, hier wird noch was oder sowas, irgendwie sowas halt. Weiß schon, was ich meine. Und er will es dir auf jeden Fall geben, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass er schwer zu sagen, ehrlich gesagt, vor allem wenn du wirklich die Wahrheit kennst, diesen Vers richtig auszulegen, krass, okay? Aber wie gesagt, aber Nahue Hauer, okay, unser Vater, er will uns das wirklich geben, okay? Und du wirst schon sehen, was das bedeutet, okay? Sagen wir es einfach mal so. Okay? Auf einmal, in einem Augenzwinkern, okay, bist du verwandelt. Du hast deine spirituellen Kräfte, Mann. Okay, und ab da, okay, sowieso schon Königreich, okay? Weil allein, wenn du diese Kräfte hast, du wirst du wahrnehmen, was es heißt, wirklich so wirklich verwandelt zu sein, Mann. Okay? Das ist echt krass, Mann. Das ist echt krass. Glaub mir. Das Gefühl allein schon würde dich wahrscheinlich zerdrücken, okay? Weil im Königreich wirst du ja die Kräfte eben auch haben und so. Johannes 3 und 3, das können wir einfach mal mitlesen. Hier geht es um die Wiedergeburt. Jehoschai antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Von Neuem geboren, okay, du bist nicht mehr der Jake in der Welt. Kann er das Reich Gottes nicht sehen? Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jehoshua antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist. Spirit. Okay? Apostel und Elders of Great Millstone. Alright. Und die Elect, die Auserwählten. Die alle so ziemlich dasselbe sagen. Wieso? Weil die 144.000 immer dasselbe sagen. Ja. So kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Okay? Ganz einfach. Jehoshua antwortet, also steht auch drin in der Bibel, seid wie Kinder, das heißt, du musst daran glauben, dass du spirituelle Kräfte bekommst. Auch wenn sie dich an den Stuhl pressen und sagen, jetzt tun wir dich impfen. Sagst du trotzdem nein. Okay? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden Trug kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dann. Also sogar Jahwashai sagt, sein Reich ist nicht hier, wie viel mehr noch du. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Okay, weil wir folgen Jahwashai. Okay, das heißt, du musst da einfach viel mehr dir einfach dessen bewusst sein, okay, das meine ich damit. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, du kannst essen im Königreich, du kannst jeden Tag, keine Ahnung, den besten Kuchen, die es gibt, so essen, so. Brauchst du nicht mal backen oder sowas, weißt schon, so 10 Stunden in der Küche stehen oder sowas, sondern du tust sie so gesagt wie einfach aus deiner Hand schnipsen, okay, dann kannst du es essen, fertig. Brauchst du essen, wirst du hungern, wenn du es nicht isst? Natürlich nicht. Kannst du es essen? Natürlich schon. Kannst du was herschnipsen als trinken? Keine Ahnung. Okay? Irgend so ein Hawaii-Drink? Natürlich kannst du es. Wirst du ertrinken, wenn du es nicht tust? Wirst du überhaupt Durst haben, wenn du 5 Wochen nicht trinkst? Natürlich nicht. Okay? Das ist Königreich.
Lass weiterlesen. Höre zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott die Armen auf diese Welt, die am Glauben reich sind, siehst du, weil es steht auch in der Bibel, die Auserwählten sind reich, auch wenn sie hier komplett einfach nur, sorry für meine Aussprache, abgefuckt und einfach nur am Boden aussehen und auch so angesehen werden, okay, genau die sind reicher als die Eliten, die du noch nicht mal so sehen kannst, weil sie viel zu VIP sind, okay? Und Erben des Reichs, welches er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Fragezeichen. 2. Petrus 1,11. Und also wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang zum ewigen Reich unseres Herrn des Heilandes, Jahoschai. Offenbarung 12,10. Und ich höre deine große Stimme, die sprach im Schamayim. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich und die Macht unseres Allahayim, seines Jahoschais geworden, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der seine verklagert Tag und Nacht vor Allahayim, also Esau Edom, especially Tribe of Amalek. Denn das Reich Allahayims steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Okay, also wenn du nicht Israelit bist, kannst du viel predigen, teachen, wahrscheinlich noch so halt einfach Schwachsinn. Aber halt kannst du viel machen, wie du willst. Wenn du nicht Israelit bist, hast du sowieso keinen Anteil. Also das ist halt damit auch gemeint. Kolosser 4,11. Und Jehovaschai, der da heißt Just, die aus der Beschneidung sind, diese sind allein meine Gehilfen am Reich Allahayims, die mir entrost worden sind. Also wir lernen im Neuen Testament, vor allem im Brief der Galater, dass wir nicht uns beschneiden müssen, auch wenn es im Gesetz steht und sowas. Und Jehovah sogar Moses töten wollte, weil er nicht bei wegen keiner Beschneidung an dem Sohn. Aber hey, okay, für sowas kann man zum Beispiel das Neue Testament herführen und sagen, okay, schau mal, wir sind im neuen Bund mit den Israeliten, nicht mit irgendeinem Heidenvolk. Okay, lehren und verstehe. Du brauchst nicht beschneiden lassen, okay, solange du die Wahrheit hast von den Auserwählten, okay, seh darüber hinweg, weil es rettet dich nicht. Okay, kannst du es machen? Natürlich kannst du es machen, aber wehe, du beschneidest dich, weil du denkst, okay, jetzt habe ich das Gesetz gehalten, jetzt bin ich gerettet. Okay, Zerstörung zu dir. Zerstörung. Alles klar? Was mich betrifft, sage ich jetzt nicht dazu, aber so ist es halt, okay? 1. Thessalonicher 2,12. Und bezeugt haben, dass ihr wandeln solltet, wo würdiglich vor Allahayim, der euch berufen hat, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. 2. Thessalonicher 1,5, welches anzeigt, dass Allahayim Recht richten wird und ihr würdig werdet zum Reich Allahayims, über welchen ihr auch leidet. 1. Timotheus 1,17. Aber Allahayim, dem ewigen Könige, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und allen Weisen, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Bist kein Geist, kannst du ihn nicht sehen. Fertig. 1. Timotheus 6,15. Also, wenn du die spirituellen Kräfte hast, dann kannst du ihn natürlich schon sehen, weil dann bist du ja beides gleichzeitig. Okay? Sonst würdest du nicht zu Tausenden werden, wenn du nicht auch 6 haben könntest im Königreich. Okay? Alles so Grundsachen, okay? Das heißt, du musst die Grundsachen auch irgendwo aufschnappen, sonst wirst du hier die ganzen Königreich-Verse noch nicht mehr verstehen. Okay, das ist die spirituelle Botschaft, mehr oder weniger auch, könnte man sagen, aus dem Video mitunter. Okay? Ergibt Sinn. Welche wird zeigen zu seiner Zeit, die Selig unter allen Gewaltige, der König aller Könige und Jahawa aller Jahawas. Okay? Oder Jahawa, der Jahawa oder sowas, okay? Jetzt schwer, weil 1. Timotheus im Neuen Testament geschrieben ist, kann ich jetzt nicht ins Hebräische gehen. Aber es wäre trotzdem interessant, da mal reinzugucken. Machen wir es einfach mal. Hebräer 12, 28. Darum, dieweil wir empfangen einen unbeweglichen Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen alle Heilen dienen, ihm zu gefallen mit Zucht und Furcht. Okay. Ich weiß nicht alles. Okay, deswegen schaue ich jetzt einfach mal das hier interessanterweise nach. 1. Timotheus 6,15. Wenn wir alles wüssten, dann müssten wir nicht verwandelt werden. Okay? Esau denkt, er weiß alles. King of Kings, Lord of Lords steht hier drin. Die Heiden denken immer, sie wissen alles. Deswegen können sie auch gut auf euch Israeliten herabschauen. Sonst würden sie das ja nicht können.
Okay, das Wort hier ist Kyrios. Supreme in Authority. God, Lord, Master. Alright. Also hier wurde halt ein griechisches Wort verwendet, kein hebräisches Wort. Sagen wir es mal so, hier ist wahrscheinlich sowas wie gemeint wie König der Könige, Herren der Herren tatsächlich. Alles klar. Weil du hast jetzt hier zum Beispiel im Alten Testament, hast du für Lord das Wort hier drin stehen. Yahweh, der einzige und der einzige Name, der besteht und der auch wirklich Power hat. Nämlich im Paläo-Hebräischen der Name von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aus genau dieser Blutlinie, keiner anderen oder davon abweichend. Und die Kraft von euch Negern, Latinos und Ureinwohner Amerikas. Alles klar? Weil für Gott hast du eben das Wort im Alten Testament drin. Gott, alright. Allahayim, alright. Das sind Christen, die heute Gott sagen. Also Power. Okay? Power. Judges, Rulers, Divine Ones, Angels, Gods. Okay? Paläo-Hebräisch. Allahayim. Hier unten hast du noch das, das masoretische Hebräisch. Masoretisch, weil die Masoreten, die, wenn du das moderne Hebräisch, was vor allem die Fake-Juden benutzen, dir anschaust, dann hast du die Schlachter 2000, die beste Übersetzung im Deutschen, King James Version, die beste Bibel überhaupt auf dieser Erde, weil sie von den Israeliten geschrieben ist. Aber dann hast du, wie gesagt, masoretischen Text, der die Wörter fast unverändert wiedergibt. Also die beste Überlieferung sozusagen ist, wenn du es in dem modernen Hebräisch lesen willst. Ansonsten empfehle ich dir sowieso ohnehin Paläo-Hebräisch, einfach weil es ein spirituelles Verständnis mitbringt, was dir keine Sprache darbieten kann, außer die einzige Sprache, die für euch gedacht ist, als Israeliten. Okay. Aber wie gesagt, King James Version ist die beste Bibel. Lest daraus vielleicht auch die App hier, auch wenn da manches einfach komplett nicht wahr ist, was drin steht oder als Erklärung hier halt angeführt ist. Das Wort stimmt meistens. Okay. Weil da kann man nicht viel Mist schreiben. Weil es schon vorgegeben ist. Aber das ist halt erstmal hier die Bedeutung für Gott. Alright. Also, sprich, lass uns das beenden. Okay, es war eine Botschaft über das Königreich im Endeffekt. Und du kannst die Verse über das Königreich nicht verstehen, wenn du nicht auch die Grundlagen aus der Tora hast. Okay. Was du vielleicht noch verstehen wirst, ist, dass es keinen Krieg im Königreich gibt. Aber das war's dann auch schon. Alles klar. Und damit sage ich dann auch Shalom an die Auserwählten. Und Lord Willing, also Yahwas Wille. Wir sehen uns im nächsten Video.